meine lieben Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 5. Adventskalendertürchen wieder eine Autorin vor, von der ich in diesem Jahr 3 Bücher gelesen habe, aber nur 2 haben es tatsächlich in die Highlights geschafft. Und zwar ist es Maike Winnemuth, zum einen mit Das große Los, ihr erstes Buch. Hier kann man sie auch noch wunderbar auf der Rückseite sehen, super cool gestaltet. Und mit ihrem zweiten Buch Bin im Garten, ein Buch, ja, wo sie uns ein ganzes Jahr sozusagen mitnimmt. Maike Winnemuth ist mir einige Male auf BookTube über den Weg gelaufen, besonders mit Das große Los und dann auch mit Bin im Garten, und so musste ich diese Bücher auch in diesem Jahr einfach lesen. Das große Los erzählt uns im Grunde die Geschichte von Maike Winnemuth, die, ich glaube, ursprünglich Journalistin ist und eine Kolumne führt. Sie ist bei Wer wird Millionär und gewinnt 500.000 Euro, begibt sich dann auf Weltreise und hat den Plan, in diesen nächsten 12 Monaten in 12 verschiedenen Ländern zu wohnen, dort auch ein bisschen zu arbeiten, aber eben auch dieses Land kennenzulernen, die Sprache, das Essen und so weiter. Und sie nimmt uns hier eben diese 12 Monate mit. Das macht sie auf wunderbare Art und Weise. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwie noch eine Landkarte drin war, wo wir unterwegs waren. Ja, habe ich doch richtig in Erinnerung. Sie nimmt uns auf diese Weltreise mit und zeigt uns, dass es eigentlich egal ist, wo wir sind, solange wir sozusagen uns haben und also man sich selbst hat und einen Plan irgendwie hat und aber auch durchaus Freude daran hat, wenn man diesen auch einmal verlässt. Wir sind unterwegs unter anderem in Australien, da sind wir auch ein ganzes Weilchen. Wir sind in Indien, in Mumbai, ich gucke gerade, London war sie und sie hält am Ende, San Francisco war dabei. Wir waren in Japan, auf Hawaii, ja, allerhand Städte und Länder kennengelernt. Sie nimmt uns mit, zum einen in den Alltag, zum einen auch mit Begegnungen mit Menschen dort. Es hat natürlich auch immer etwas Kulinarisches mitgegeben, aber eben auch so ein bisschen, dass sie auch einen auf Tourist macht und sich eben auch wunderschöne Orte in diesen Ländern, in diesen Städten irgendwie anschaut. Das hat mir besonders in Afrika gut gefallen. Da habe ich direkt wieder gemerkt, wie mein Herz da einfach höher schlägt. Da hatte ich große Freude. Und sie strahlt so viel Lebenskraft aus. Sie ist ja richtig emotional dabei. Wir erfahren das wirklich so mit ihrem Blick auf die Dinge, durch ihre Augen, wie sie sich zum einen verändert, wie aber auch Dinge, wie sie einfach zu schätzen weiß, wie einfach das Leben vorher auch schon war. Sie hält auch an ihrem Job fest, natürlich ein bisschen weniger, aber sie arbeitet und auch da erzählt sie uns dann eben einfach, wie sich da auch die Arbeit verändert, wenn man das eben eigentlich aus dem Urlaub macht, was es dann natürlich nur so halbwegs ist. Mir hat diese Geschichte unglaublich gut gefallen. Ich mag Reiseberichte, ich mag es, wenn Menschen einfach losziehen, vielleicht so ein gewisses Ziel im Auge haben, da unterwegs sind, sich dort bewegen, wenn der Fokus eben auch auf die Menschen dort gelegt wird, auf Begegnungen, auf das Essen, auf schöne Dinge, auf die Dinge, die es eben dort gibt und nicht die wir eben jeden Tag mit uns auch irgendwie umgeben können. Und das hat Maike Winnemuth richtig toll gemacht. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Am Ende zieht sie auch immer ein bisschen ein Fazit über das Land, über die Stadt, in der sie war. Gibt nochmal so Tipps und Tricks, worauf man vielleicht achten sollte, was man vielleicht unbedingt tun sollte oder vielleicht auch lassen kann. Das hat mir hier auch großen, großen Spaß gemacht. Das dritte Buch, was ich dann gelesen habe, ist Bin im Garten. Ja, und auch hier sieht man einiges an Markierungen. Maike Winnemuth besorgt sich sozusagen ein Häuslein, ein Gartenhaus irgendwo am Deich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und sie schreibt hier ein Tagebuch über diesen Garten. Also sie widmet sich einem Jahr lang diesem Garten mit allerhand Umbauten, Gärtnereien, Pflanzungen. Sie baut ein Hochbeet, sie guckt Dingen beim Wachsen zu und freut sich dann an der Ernte. Und sie nimmt uns hier mit und das macht sie ebenso, ja, sympathisch, wie sie es eben auch auf der Weltreise gemacht hat. Nur, dass wir hier ganz, ganz viel Zeit im Grünen sind und sie uns wirklich mitnimmt und zeigt, dass eben ein Garten nicht für jetzt und heute ist, sondern der Garten eben eine Anlage für die nächsten Wochen, Monate, wenn nicht ganz Jahre sind. Ich musste sehr oft schmunzeln bei diesem Buch, weil ich mich immer mal wieder selbst ja, darin gefunden habe, immer mal wieder selbst gesagt, ja, den Gedanken kenne ich doch irgendwo auch. Auch so diese Oberflächlichkeiten, ich hätte das jetzt gerne gepflanzt, weil es sieht schön aus und eigentlich weiß ich, dass es wahrscheinlich da, wo ich es hinstellen möchte, gar nicht so funktioniert oder
Aber man macht es dann manchmal als Gärtner doch. Und ich habe mich da sehr oft wiedererkannt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand es toll, mit welchem Eifer sie hier an dieses Jahr gegangen ist, wie sie sich wirklich um diesen Garten bemüht hat, dass sie hier am Ende was ernten kann, dass sie sinnvoll herangeht, dass sie Nachhaltigkeit auch ganz groß schreibt, dass sie sich manchmal auch Hilfe holt, obwohl ihr das doch manchmal zuwider war. Aber wie toll sie hier wirklich auch eine Entwicklung macht von jemandem, der gefühlt gar keine Ahnung hat, was in diesem Garten irgendwie sein könnte, bis eben dahin, dass sie einen gut funktionierenden Garten hat und eben auch ja so ein bisschen auch Ausbeute bekommt. Also sie selbst Dinge erntet und sie dann auch wirklich geschmacklich einen Unterschied merkt, das noch mehr genießen kann als sowieso. Und das, ja, das ist einfach Maike Winnemuth. Großes, großes Bücherkino. Beide Bücher haben mir in diesem Jahr wirklich unglaublich gefallen, haben mir eine große Freude bereitet und ich habe hier sehr viel geschmunzelt, sehr viel genickt, sehr viel gelacht und auch einfach sehr viel mitgeträumt, sowohl im Garten als auch auf der Weltreise. Maike Winnemuth kann einfach schreiben, hat mich total begeistert. Ich habe auch das dritte Buch von ihr gelesen. Das sind aber eher Kolumnen und Ausschnitte aus so Zeitungsartikeln. Fand ich auch ganz schön. Waren jetzt für mich aber nicht so highlightig wie die zwei echten Bücher sozusagen. Kolumnen sind mir persönlich einfach immer ein bisschen kurz und sie hat natürlich einen ganz besonderen Blick auf die Dinge. Den möchte ich auch in den Kurzgeschichten bzw. in den Kolumnen ihr gar nicht abstreiten, aber ich fand die zwei Bücher von ihr einfach stellvertretend hier im Adventskalender ja viel besser und das waren für mich wirklich die zwei Highlights des Jahres. Und das war es nun, das Türchen Nummer 5. Ich wünsche euch einen wunderbaren 5. Dezember und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Türchen wieder. Lasst es euch gut gehen. Tschüss, eure Steffi.